Also, folgendermaßen. Ich bin Gorillaz und Red Hot Chili Peppers Fan. Und da ist mir was aufgefallen bei dem neuen Red Hot Chili Peppers Album. Und zwar bei dem Lied Dark Necessities. Ja, ich spiele das jetzt mal vor. Wir hören jetzt zuerst Red Hot Chili Peppers, einen Ausschnitt aus Dark Necessities. Und jetzt Gorillaz Demon Days vom Album Demon Days. Ich hoffe, es ist aufgefallen, wenn man auf die Gitarre geachtet hat, beziehungsweise was ist ein Keyboard bei dem anderen? Ich war, glaube ich, bei beiden eine Gitarre, E-Gitarre irgendwie. Es ist derselbe Gitarrenlauf oder dasselbe Riff, was schon krass ist, weil, naja, man kann ja nicht einfach Musik klauen. Eigentlich. Also, eigentlich nicht, ja. Es ist ja jetzt auch nicht so, offensichtlich ist, man kann ja samplen oder so, dass man einzelne Sachen rausnimmt, aber es ist ja einfach nur etwas schneller abgespielt bei Red Hot Chili Peppers. Ja. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert. Und da ist mir aufgefallen, dass das Album, das neue Red Hot Chili Peppers Album, von dem Typen produziert wurde, irgendwie heißt Danger Mouse, der auch das Gorillaz Album, was glaube ich 2005 oder 2007 irgendwie dazwischen released wurde. Also er hat beide quasi produziert. Also ist er, weiß er ja, also ist, man kann ja sagen, okay, ist Zufall, in der Musik kann sich ja mal was doppeln. Absolut, ja klar. Kann ja passieren. Aber es kann ja kein Zufall mehr sein, wenn der Produzent selber an beiden beteiligt ist, weil der müsste ja am besten wissen, wie es klingt. Ihm müsste es auf jeden Fall auffallen, ja. Ja, das ist, also ich finde, das ist offensichtlich geklaut. Jetzt ist nur die Frage, ich kenne mich mit Musikrecht und so nicht aus, wie weit das erlaubt ist und also ich kann mir nicht erklären, wieso das genau so, also 1:1 ist. Ich meine, Red Hot Chili Peppers, die sollten es ja schon schaffen, eigene absolut, Ideen ja. zu haben. Es die haben ja auch super Songs selbst geschaffen. Also es ist ja, das ist ja, kein also Fall. Denen würde ich jetzt nicht zutrauen, dass die böswillig klauen würden. Ja, genau, und das müsst ihr vielleicht dazu sagen, nachher haben wir einen Hater. Nee, ich mag beide Bands halt. Das ist ja das, deshalb genau, ist mir deswegen, aber erst aufgefallen. Ja. Sonst wäre es mir wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Aber, also, erstens, dass die gerade von den Gorillaz klauen, weil das ist keine Rockband oder so. Das ist ja eher, ich kann die Musikrichtung nicht beschreiben. Ich weiß es auch nicht. Es gibt, ja, ist schon Richtung Hip-Hop, dann aber auch Richtung Klassik und so. Die haben alles drin in den Liedern. Ist ja unterschiedlich. Aber dass die, ich weiß nicht mal, ob Red Hot Chili Peppers die Leute selber überhaupt Gorillaz hören oder so. Also ich habe nach Begründung gesucht, halt, wieso man das gerade eingebaut hat, ne? Und dass sie die kennen und hören, würde ich jetzt eher nicht sagen. Also kann ich mir nicht vorstellen bei denen. Weil man, wenn man so Lieder kennt oder so, dann kann man ja, dann behält man das ja und findet es halt gut und vielleicht spielt man es dann unbewusst nochmal selber. Das kann ja schon passieren, aber das kann ich mir in dem Fall jetzt nicht vorstellen. Dann ist aber die Frage, wieso ausgerechnet das und wieso da? Weil dann kann ja eigentlich nur sein, ja, wir müssen da noch irgendwas reinfüllen. Dann hat der Produzent gesagt, ja, Leute, ich habe da noch was. Ey Leute, ich habe hier so ein Ende ich noch da was Album, im Hinterkopf. Vor allem auch so, das ist ja auch das Autolied von dem Album Demon Days. Also die das ist ja kein bekanntes Lied von Gorillaz. Das ist ja das Orchester-Outro nach einem langen Album so. Dass das nicht so die Aufmerksamkeit hat, wenn das gestohlen ist, ist das auch schon irgendwie klar, weil das kennt man ja meistens nicht. Es ist echt mega komisch. Ich weiß nicht, ob es erlaubt ist oder ob es eine Hommage ist. Kann ja auch sein. Das kann, ja genau. Das wäre nämlich jetzt noch meine Anekdote gewesen, dass es oft gibt. Es war ein soziales Experiment. Ja, ApoRed. ApoRed ist irgendwie eigentlich ein Bombenprank, ja. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall, das fand ich irgendwie ganz interessant. Da könnt ihr auch mal eure Meinung zu sagen. Und ich glaube, man hört es auch nur von selbst raus, wenn man, so wie du, Gitarre spielt. Weil ich habe mich sehr, sehr schwer getan, auch gerade wieder. Ich weiß, dass ich schon mal erkannt habe, über Kopfhörer. Ich habe das Gefühl, über Kopfhörer hört man das besser raus. Ja. Weil dann der Ton von Red Hot, also Gorillaz ist klar, da ist ja am Anfang nur das. Und dann kommen immer noch so Chorsängerinnen.
aber bei Red Hot Chili Peppers ist das ja im Hintergrund quasi. Genau, das ist der Gesang drüber und deswegen heißt es gerade auch. Das ist zwar das einzig Neue in dem Part, also der Rest ist ja gleich wie davor. Das wird ja nochmal leise und dann spielen die quasi das, was sie vorgespielt haben, nur mit dem Riff noch. Aber das ist, ja, es fällt halt nicht so sehr auf, aber ja, es ist schon gleich. Ich habe es auch auf jeden Fall rausgehört, aber ich wäre nie selber drauf gekommen. Genau. Das, also selbst wenn ich beide Lieder wahrscheinlich mehrmals gehört hätte, mir wäre es nie auf Anhieb eingefallen. Aber man kann es auf jeden Fall raushören, glaube ich. Das war jetzt auch so bei mir, dass ich, also das neue Gorillaz-Album kommt ja nächstes Jahr und im Zuge dessen habe ich quasi alles nochmal komplett durchgehört und höre ich eigentlich jetzt immer noch schon seit einem Monat jeden Tag Gorillaz. Und dann fällt es halt schon irgendwann auf, wenn man das Lied noch in Erinnerung hat. Weil sonst sind da ja schon noch einige Jahre zwischen dem Album von denen und dem Red Hot Chili Peppers Album. Aber auf jeden Fall mal interessant zu hören. Vielleicht sieht das ja auch jemand ganz anders und sagt, ja, nee, ist nicht geklaut. Ist, weiß ich nicht, darf vielleicht man so sehr, weil die schneller gespielt haben oder gleich die Töne verändert haben. Ich glaube, also rechtlich glaube ich, dass es aber schon... Wie soll man denn... Ja, wir willst du auch verklagen. Die Frage ist nur, haben Red Hot Chili Peppers selber davon gewusst? Wissen Gorillaz davon? So, ja, weiß genau. Ich nicht, keine Ahnung, was die hören. So. Die können sich ja gegenseitig einfach nicht hören. Das wurde da vorher gefragt, einfach hat dann der Produzent von, also dieser Danger Mouse halt bei Gorillaz so, ja, die wollen euer Riff haben oder keine Ahnung, die wollen die Töne übernehmen. Oder ich weiß nicht, wie das abläuft. Das wäre auf jeden Fall interessant zu wissen. Ich habe aber auch keinen Artikel dazu gefunden. Also, ich glaube, das ist einfach zu unbekannt. Wenn du jetzt damit, also außerhalb so eines Podcasts, das wird sich, glaube ich, kein englischer Produzent oder so mal anhören. Also wenn du das irgendwie als einzelnes Video machen würdest und dann irgendwie ein paar Leute sagen würden, ja, absolut, wir sind auch Gorillaz und ja, wobei man halt sagen Fans, muss, dass dann würde das sagen, sind ja jetzt keine No-Name-Bands. Also Gorillaz haben mit dem Album irgendwie 3 Grammys gewonnen und das war damals ja auch mit Feelgood und so. Gerade nur das Outro hatte 3,3 Millionen. Ne? Ja, und das ist ja noch das Geringste. Also ja, das genau, ist ja, das ist ja das mit den... Die sind ja schon in den Top 100 Bands auch bei Spotify immer noch, und obwohl die seit 6 Jahren kein Album mehr rausgebracht haben. Und Red Hot Chili Peppers sind ja auch riesig. Die waren ja irgendwie Headliner bei Rock am Ring und sowas. Also das ist ja nicht von der Indie-Band geklaut, sondern halt... genau. Aber mit geklaut muss man auch vorsichtig sein, übernommen, inspiriert, keine Ahnung. Wenn da auf einmal irgendwer was weiß, durch Mega-Zufall oder so, würde mich auf jeden Fall interessieren, weil ich habe dafür noch keine Erklärung.